Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hyrule Warriors für die Wii U. Im letzten Part haben wir eigentlich wirklich versucht, Darunias Waffe Stufe 3 zu bekommen, weil mir war klar, dass ich die Mission nicht schaffen würde. Aber wir haben uns trotzdem mal an die Mission gewagt. Und heute, auch wenn ich wahrscheinlich weiß, wo die Ziele sind, ach Mensch, ja, ein Wunder, wollen wir uns mal daran machen, zum einen hier eine Belohnung freizuschalten und zum anderen einen neuen Kartenabschnitt freizuschalten. So, damit wir im Falle eines Arangs hier nach oben können zu Lanas Portal Stufe 3. Was wir eh noch nicht machen werden, weil ich krieg ja noch nicht mal das Portal Stufe 2 gebacken. Aber wir können uns das ja mal ansehen. Die Mission hier. Ne? Man kann ja mal schauen. So. Wasser ist empfohlen. Das heißt, wir kämpfen mal wieder mit Impa. Lange nicht mehr gemacht. Von daher finde ich die Idee ganz gut. So. Moment. Bevor wir das machen, jetzt mal kurz zum Bazar. Und zwar in die Waffenkammer. Fähigkeiten übertragen. So. Das Bigoron-Schwert bekommt jetzt nämlich ein paar Fähigkeiten. Kann ja nicht angehen hier. So. Zum einen Erfahrung plus. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Und da ich eh 200.000 Rubine habe, ist mir das auch relativ egal. So. Okay. Ah, ich hätte Erfahrung plus auch von dem hier nehmen können. Naja, was soll's. Dann nehmen wir noch einen Materialbonus. Habe ich den noch woanders drauf? Hier, den Sternbonus haben wir hier noch mit drauf. Ja. Dann nehmen wir hier nämlich erstmal einen Schnellangriff. Eine ganz nette Fähigkeit. So. Dann als nächstes noch den Sternbonus. Jo. So. Und ein Materialbonus. Boni, Boni, Boni. So, und wenn wir schon dabei sind, nehmen wir den Wasserbonus auch gleich noch mit. Oder? Ach, eigentlich, nee. Nee, da warte ich auf anderes Zeug. So, okay. Dann sind wir damit jetzt aber erstmal fertig. Nicht das Naginata, das Großschwert. Und zwar das Bigoron-Schwert. Yay. Hier mal nicht in den Händen von Link, sondern von Impa. Finde ich gut. Soll nicht immer nur Link die guten Waffen kriegen. So. Ach, nicht Tutorial, Charakter wollte ich. Die erste goldene Skulptur der 1000 Feinde, mal wieder, ja. Okay. Na gut, ah ja, die Map. Gut. Gut, na denn. Pack mal's, würde ich sagen. Ja, die Angriffe sind auf jeden Fall ordentlich schnell. Wow, holy fuck. Nice. Schnellangriff ist eine geile Fähigkeit. Die mag ich. Die mag ich.
Spezialforce, aha. Ja gut. Ist es halt so, ne? Und Ganondorf darf nicht fliegen. Okay. Das kriegen wir hin. So. Waren wir in Ganondorf? Da hinten. Glaube ich, oder? Ach, keine Ahnung. Egal. Erstmal kümmern wir uns hier um die Festungen. Natürlich. So. Zack. Ach ja. Die guten alten Flammen gibt es. Die mir eigentlich vollkommen egal sind, weil die können mir eh nichts. Jedenfalls nicht viel. So. Na denn. Macht mal hier die Festung auf. Nicht bevor ich es eingenommen habe. Ha? Na gut. Dann nehmen wir es halt schnell noch ein. Auch in Ordnung. So. Sehr schön. Bleibt ihr mal alle hier? Meine Fresse, warum rennen die weg? Warum flieht ihr vor einem Kampf, ha? Ihr Mistkerle. So, hier. Zack. Und zack. Alle Feuerviecher kommen erstmal weg. Brems. Ja. Ne? Ah, eine schöne starke Waffe. Ein ordentlich starker Krieger. Mit Imper. Und schon rotzt man hier durch die Gegner durch. Ganz einfaches Prinzip. Schön. So. Okay. Dann muss ich mir auf jeden Fall noch hier die Festung holen, damit ich die Feuerfee habe. So. Hey, Flammengipto. Na komm, du kannst mir doch eh nichts. Versuch's doch gar nicht erst, ha? Naja, ich dachte, wenn ich da oben bin, kriegt er mich nicht. Naja. Egal. So, jetzt ist er trotzdem weg. Egal was. Egal was ist. Es kam zu spät. So, sehr schön. Herrlich. So, die Waffen auch noch mitnehmen. Und die Magie, weil, warum nicht? Schad nicht. So. Hallo Hauptmann. Ich glaube, du willst mir nicht im Weg stehen. Sage ich ja. Habe ich jetzt einfach mal so selber beschlossen. Zack. Ah. Er hat das sogar überlebt. Mensch. Da bin ich ein bisschen erstaunt. Aber okay. Soll er machen. Ist mir an der Stelle tatsächlich relativ egal. Mist. Da war das Viech zu weit weg.
So. Warum sind hier eigentlich noch so viele Gegner drin? Jetzt, wo ich die Festung eingenommen habe. Sauerei. Naja. So. Haben wir hier einen Exalfos? Hm. Als wären die irgendwie gefährlich. So. Zack. Ja, ja. Kommt doch alle mal her. So, ich denke mal, der Feuer-Ralfus hier wird der Gegner sein, den ich erledigen muss. Jo, das sieht richtig aus. Und hallo, Herr Festungskommandant. Und tschüss, Herr Festungskommandant. Warum können die denn alle nichts? Aber mit einem ordentlichen Kämpfer werden, falls sie echt ein bisschen öde. Weil man einfach hier durch alles durchgeht wie durch Butter. Gut, hier habe ich jetzt halt auch einen Elementvorteil, muss ich dazu sagen. So ehrlich muss ich sein. Aber, ja. Okay. Verbündete Einheiten gerettet. Yay. Es geht hier auch zum Schluss gegen Darunia. Mensch. Finde ich schön, dass Darunia hier am Todesberg tatsächlich auch als letzter Gegner mir entgegensteht. Mir gegenübersteht, wie auch immer. Ja. Ich will die Festung hier noch haben. Wenn ich dadurch jetzt erstmal einiges an Schaden nehme. Aber ich denke nicht, dass ich auf die 4000 komme, oder? Hm. Denke mal nicht. Ach komm. Zack. So, dann einmal schnell um den Festungskommandant gekümmert. Der mir eh nichts kann. So. Ach. Damit ist die Barriere gebrochen und ich bin bei... Aua. Knapp von 4000. Okay. Kann man mal machen. Uiuiui. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass das so knapp wird. So, vor allem für den A-Rang brauche ich noch ein paar Kills. Hm. Ich darf in der Zeit keinerlei Schaden. Weil jedes bisschen Schaden, was ich jetzt nehme, ist definitiv zu viel. Zumindest um den A-Rang zu kriegen. Und den will ich ja haben. Ansonsten ist die Mission nicht freigeschaltet, die ich freischalten will. Und das ist auch blöd. So. Wo ist jetzt meine goldene Skulptula? Na, Skulptula? Da hinten irgendwo. Ups. Hier, ah. Schön, da wo ich gerade stand, quasi. Gut, haben wir. Dann kümmern wir uns hier mal um den Stoßtrupp. Irgendwie hält ja auch nichts aus. Naja, kein Wunder. Hab halt eine recht starke Waffe gerade in der Hand, ne? So. Kommt mal her. Ich brauche noch ein paar Kills.
Und die werde ich zwar wahrscheinlich auch im Kampf gegen Darunia noch bekommen. Aber... Ah, bevor ich sie jetzt nicht bekomme, ne? Yay, Rupees. Warum sind hier Rupees drin? Weil hier normalerweise der Herzcontainer für Zelda drin wäre. Was ich so in der Missionsübersicht gesehen hatte. Naja. Danke fürs Material. So. Und jetzt auf Kills hinarbeiten. Bevor ich Darunia erledige. Weil ansonsten kann ich den A-Rang vergessen. So. Schlitz. Okay. Das sollte jetzt so erstmal schon ausreichend sein. Als Vorbereitung. Okay. Das war's mit dem A-Rang. Da habe ich irgendwo Schaden genommen gerade. Hm, Mist. Außer das ist wieder so eine Mission, wo der A-Rang noch bei mehr als 4000 Schaden erreicht werden kann. Das weiß ich natürlich nicht. Da gibt es leider kein Anzeichen für, wann man wann so eine Mission existiert. Ja, wann so eine Mission ist und wann die normalen 4000 zu beachten sind. So, auf jeden Fall ist Darunia schon mal weg. Wir haben Material bekommen. Schönes Ding. Schön, schön. Erstarrt in Ehrfurcht vor der Macht des Dämonenkönigs. Ja, oder so. Dämonenkönig. Du mich auch, Ganondorf. Du mich auch. Aber die Begrünungsklinge sieht so geil aus. Die gefällt mir echt. Jo. Es gilt tatsächlich noch als A-Rang bei über 4000 Schaden. Oh, nice. Das war wieder eine von den Missionen. Perfekt. Perfekt. So. Ja. Das Ding geht weg, das Ding geht weg, das Ding geht weg. Komm. Wenn wir schon mal dabei sind. Der kann genauso weg. Okay. Wow. Das war einiges, was ich hier bekommen habe. An unterschiedlichen Materialien. Schön. Und natürlich das Bildfragment. Yay. Schön. Okay. So, was haben wir hier? Charakterquiz. Das machen wir noch schnell. Und ich mach's tatsächlich auch mit Santo, einfach um mal zu gucken, ob ich es eventuell schaffe, die da den den Gedingensdüns zu kriegen, ne? Den A-Rang, wollte ich sagen. So, ja, Verbündete retten. Hey, kann man machen. Cool. So, dann wollen wir doch mal. So, da sehe ich eine Festung mit offenem Tor. Das heißt, hier müssen wir hin. So, schauen wir uns doch das Quiz mal an. Frage 1. Die Weise des Wassers. Na, das ist natürlich Ruto. Ganz klar. Aber ich finde gut, beide Charaktere hier sind blau. Das heißt, wenn man sich tatsächlich nicht auskennt, könnten es theoretisch beide sein. Nachteil ist, Fei ist ein Lichtgegner. Das heißt, ich könnte hier relativ einfach versehentlich Fei erledigen.
Okay, ich glaube, mal die Nahrung kriege ich eh nicht mehr. Wenn ich das hier gerade so sehe. Wow. So. Ah, fei, hau doch einfach mal ab hier. Ich will dich nicht versehentlich treffen. Oh, fei, du blödes Mistviech, ne? Ach ja, stimmt. Und da fein. Ach komm, ist mir jetzt egal. Den Aran kriegen wir eh nicht mehr, von daher. Was soll's. Den hauen wir halt auf Fei rauf. So. Mir doch egal. Erledigen wir halt Fei. Oh, falscher Feind besiegt. Mist. Hm, blöd. Ja, komm. Lass mich weiter. Ich stelle wieder fest, ich mag Xanthos Kampfstil nicht. Geldbörsen für Insekten. Hallo Agneta. Moment, Agneta hier. So. So. Aua. Okay. Huiuiui. Wenigstens mache ich hier jetzt Agneta mehr Schaden, als ich Ruto mache. Ja, ist gut. Ich hab's verstanden, Agneta. Aua. Mann, Ruto, du blöde Kuh. Ich mag dich nicht. Natürlich, ey. Natürlich, ne? Wow. Au. Aua. Mann. Jo, ist klar, ey. Ist klar. Alter. Also entweder ich stelle mich einfach zu blöd an, um mit Xanthos ordentlich zu kämpfen. Oder, keine Ahnung. Irgendwas. Warum war ich noch... What? Warum war ich gerade auf dem Viertelherz? What the fuck? Jo, ja, natürlich. Auch Ruto. Lass mich doch mal in Ruhe. Ich habe irgendwie gerade so ein bisschen das Gefühl, dass ich diese Mission nicht schaffen werde. Fragt mich nicht warum. Habe ich einfach gerade so im Urin. Ist einfach gerade so ein Gefühl von mir. Ja. Okay. nee. Xanto ist blöd. Ich mag Xanto nicht. Also so gar nicht. Das lassen wir. Ich danke euch trotzdem fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich würde mich sehr über Feedback freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.